Alexa, machst du so eine Runde für die ganze Mannschaft? Fritz Mühlstadt, 21 Jahre alt. Kadett auf dem Segelschulschiff Johann Kienau. Erst vor 3 Tagen aus der Elbe gezogen worden. Das hast du sicher davon gelesen. Ja, ist er ertrunken? Nein, als er ins Wasser fiel, war er schon tot. Hier, die Schädelfraktur oberhalb der Hutkrempe. Der Schlag könnte von einem Holz- oder Metallgegenstand stammen. Und hier, sieh mal. Hier, diese Hautabschürfungen deuten auf tangentiale Gewaltanwendung hin, eine heftige Schlägerei oder sowas. Und hier, diese Druckstellen an Händen und auch am Hals. Ich denke, er ist festgehalten worden. Festgehalten? Und wieso behauptet dann die Marine, es sei ein Unfall gewesen? Genau darum geht es. Die Marine kann nicht beweisen, dass es ein Unfall war. Und ich kann nicht hundertprozentig beweisen, dass es Totschlag oder vielleicht sogar Mord war. Und was soll ich dabei? Gute Frage. Herr Oberstaatsanwalt? Ja? Wann können wir unseren Sohn endlich mitnehmen? Ah, Herr Mühlstadt, das tut mir jetzt leid, aber... Wir müssen zurück nach Hause. Ich habe ein Geschäft. Verstehe ich. Aber die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Ja, was für Untersuchungen denn noch? Die Marine sagt, er ist betrunken vom Mast gefallen. Ich warte noch bis morgen, dann gehen die Überführungen auf Ihre Kosten. Iris, komm. Was ist eigentlich mit meinem Jungen passiert? Niemand sagt mir, was wirklich mit ihm passiert ist. Die Marine will das Schiff in 3 Tagen auslaufen lassen. Wenn wir bis dahin die Unfalltheorie nicht widerlegen können, dann drehen die uns eine lange Nase. Wir können doch das Schiff nicht auslaufen lassen, solange die Ermittlungen noch laufen. Frau Block, Sie haben keine Ahnung. Ich musste sogar beim Justizsenator antanzen. Irgendwelche Spuren? Nach dem Gewitter, das da vor 3 Tagen runtergekommen ist, hat wie eine Spülmaschine gewirkt. Herr Schnack, Sie geben Frau Block bitte sämtliche Informationen, die sie braucht. Frau Block kann sich die Akten kommen lassen. Herr Schnack, wollen Sie immer noch das Kriegsbeil schwingen nach all den Jahren? Auf der Liste der Menschen, denen ich in diesem Leben nicht mehr begegnen wollte, stehen Sie ganz oben. Was war das denn? Haben Sie mal was miteinander gehabt? Ja, wenn man so will. Frau Block, ich brauche Sie. Sie müssen sich nicht meine Dienstvorschriften halten. Sie können bei der Ermittlung andere Wege gehen als der Schnack und ich. Sie bitten mich, gegen die Dienstvorschriften zu verstoßen? Nein, lassen Sie mich bitte nicht im Stich. Wir haben es mit einem starken Gegner zu tun. Die Marine will Fakten schaffen. Die wollen kein Blut auf ihren weißen Segeln, verstehen Sie? Iris, lasst es. Komm, wir fahren. Gut, bringen Sie diesen Schnack auf Kurs. Schnack. Wir gehen zur Gordiger und holen die Schote!
Jugend. Frau Block? Ich warte seit einer Viertelstunde auf Sie. Bis jetzt habe ich die Aussagen von 5 Kadetten, Kameraden von Mühlstadt, die mit ihm zusammen Landgang hatten. Alle 5 sagen übereinstimmend aus, dass man heftig gefeiert hat, dass keiner mehr nüchtern war und dass auch keiner nur die geringste Ahnung hat, wie Mühlstadt ums Leben gekommen sein kann. Ich dachte, das hätten wir schon längst hinter uns. Wir grillen uns, bis wir auf See sind. Fuck. Bumbi, Schwedlitz, kümmert euch um die Brandner. Kathi. Die anderen weitermachen. Da gibt's nichts zu glotzen. Die wird uns noch richtig in die Scheiße reiten. Da finde ich Kapitän Kurt. Knapp. Sag ich ja. In der Kommandantenkabine. Den kennen Sie ja mittlerweile. Was ist denn da passiert? Eine Kadettin ist zusammengeklappt. Das passiert schon mal so kurz vorm Auslaufen. Sie wollen das Schiff tatsächlich auslaufen lassen? Ja, sicherlich. In 3 Tagen geht's los. So, komm. Das glaube ich nicht. Also, ich kann nur wiederholen, was ich Ihrem Kollegen bereits gesagt habe. Der Gefreite Fritz Mühlstadt gehörte zur Backbordwache. Er war zuverlässig und intelligent. Und wir bedauern diesen tragischen Unfall außerordentlich. Fritz Mühlstadt hatte ein Loch im Kopf, so groß wie ein Tennisball, und Verletzungen am ganzen Körper. Es sieht nicht nach einem Unfall aus. Wenn seitens der Marine von einem Unfall gesprochen wird, dann sehe ich keinen Grund daran zu zweifeln. Alles gute Kameraden hier, nicht? Auf diesem schwimmenden Paradies. Keinerlei Streitigkeiten, keine Missgunst, keine Eifersucht. Natürlich gibt es das. Aber auf See müssen wir uns hundertprozentig aufeinander verlassen können. Da steht Kameradschaft an erster Stelle. Finden Sie, dass es im Fall von Fritz Mühlstadt gut geklappt hat? Solange wir den Fall nicht aufgeklärt haben, kann dieses Schiff nicht auslaufen. Frau Block, bei allem Respekt, diese Kadetten müssen auf See ausgebildet werden. Wir können ihre Ausbildung nicht zu Ende machen, wenn wir nicht auslaufen. Wir können ihre Offiziersprüfung nicht ablegen. Und das wäre unverantwortlich. Dieses Schiff muss auslaufen. Dafür habe ich Deckung von meinen obersten vorgesetzt. Dreck rollt immer von oben nach unten und da trifft er dann Leute wie Sie. Ihnen und nur Ihnen wird man es anlasten, wenn dieses Schiff mit einem vermutlichen Mörder an Bord davon segelt. Das sind doch mindestens 30 Meter. Ja. Welche sind die Kadetten, die mit Mühlstadt zuletzt zusammen waren? Das sind die Gefreiten Albrecht und Petersen und Guggenbiel und Schwedlitz. Fehlt da nicht jemand? Ja, die Gefreite Brandner ist leider unpässlich. Sie liegt auf der Krankenstation. Ich möchte, dass alle morgen zu mir ins Kommissariat kommen. Selbstverständlich. Ich werde mich darum kümmern. Vielen Dank. So, ihr werdet euch morgen alle bereithalten, um zu einer Befragung anzutreten. Herr Kapitän, mit Verlaub. Wenn es nach mir ginge, ich würde euch ins letzte Loch stecken, bis ihr ausspuckt, was da gelaufen ist. Weitermachen. Wieso hat er uns so auf den Kicker? Vielleicht weiß er was. Was soll er denn wissen? Matze hat recht. Der weiß nichts. Also Ruhe bewahren, ja? Dann passiert uns nichts. Ruhe bewahren. Lassen Sie mir die Akten zukommen, bitte. Sehr gerne. Das sind die Aussagen der über 100 Besatzungsmitglieder. Viel Spaß beim Lesen. Sie wissen doch, dass ich das Präsidium nicht mehr betrete. Was? Weil es ungute Erinnerungen weckt. Weil mein Abschied vom aktiven Dienst nicht gerade sehr komisch war. Soll ich Ihnen vielleicht eine Suite im Atlantiker servieren? Also, die alte Dienststelle in der Karolinenstraße steht leer.
Aber wir müssen das sagen. Das wird sonst nur noch schlimmer. Wir müssen das sagen. Noch schlimmer. Nein. Wir dürfen nicht. Hey. Versau uns unser Leben nicht. Und jetzt ruh dich aus. Block. Tolle Location hier. Sieht aus, als hätte man sie beim letzten Umzug vergessen und keiner hat's gemerkt. Napoleon hat gesagt, bringe den Gegner dazu, dich zu unterschätzen und du hast schon halb gewonnen. Soviel ich weiß, ist er mit dieser Taktik untergegangen. Wenn ich mir vorstelle, dass einer von den Vieren oder womöglich alle zusammen für den Tod von Fritz Mühlstadt verantwortlich sind. Stellen Sie sich das besser nicht vor. Matthias von Schwedlitz, Segelvorausbildung in Mürwik, Abitur mit 1,0, Vater war ebenfalls bei der Marine. Henry Guggenbiel, geboren in Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Fachhochschule für Wirtschaft. Jan Petersohn, verheiratet, ein Kind, Ausbildung als Bootsbauer. Jette Albrecht, Fachabitur in Kassel, Auslandspraktikum in Brisbane. Kathi Brandner nicht anwesend, da vernehmungsunfähig. Gut, dann können wir anfangen. Darf ich fragen, warum man uns in diese Abflughalle bestellt hat? Und nicht ins Polizeipräsidium? Die Wahrheit ist überall zu Hause. Frau Albrecht, stand Kathi Brandner in einer näheren Beziehung zu dem Toten? Hat sie nie was gesagt? Sie waren Fritz verknallt. An dem Abend haben sie ziemlich rumgeknutscht. Waren die beiden ein Paar? Nee, das war nichts Ernstes. Wieso sind Sie da so sicher? Ich habe da ein Gefühl für. Aha. Gut. Also, soweit ich weiß, haben Sie alle zusammen gefeiert, waren stockbetrunken und können sich an nichts erinnern. Ist das richtig? Richtig. Fünf Leute betrinken sich und haben alle exakt an derselben Stelle einen Filmriss. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen das abkaufe? Warum nicht? Weil es zum Himmel stinkt. Auch die Wahrheit kann zum Himmel stinken. Frau Kommissarin AD, Block. Nämlich, wenn sie einem nicht passt. Das hier ist Fritz mit seinen Eltern. Sie haben ihren Jungen großgezogen und Träume für ihn gehegt. Können Sie sich auch nur im Entferntesten vorstellen, was diese Leute jetzt durchmachen? Es gibt einen Mörder unter Ihnen. Ich sehe keinen. Man hat uns gesagt, es war ein Unfall. Ihnen musste man gar nichts sagen, weil Sie genau wissen, was vorgefallen ist. Und ich will es von Ihnen hören. Was ist passiert? Zwischen dem Verlassen der Kneipe und Fritz Mühlstadts Tod.
Einer von ihnen wird den Mund aufmachen. Einer macht immer den Mund auf. Aus Feigheit, aus Angst oder weil er sein Gewissen entdeckt. Ich bin gespannt, wer das bei Ihnen sein wird. Was war das denn eben? Sind das Ihre berühmten Ermittlungsmethoden? Leute zu bescheißen? Auf dem Foto, das war mein Bruder, mein Patenkind und meine Schwägerin. Wo haben Sie das überhaupt her? Also aus Ihrer Kiste, die Sie aus dem Präsidium mitgenommen haben. Erstens, wühlen Sie nie wieder in meinen privaten Sachen. Zweitens, was sollte das? Emotionaler Druck. Das sind doch schließlich keine Profikiller. Wissen Sie was? Ich ziehe wieder zurück in mein Büro und Sie können diese Einflugschneise machen, was Sie wollen. Herr Schnack, als wir damals beide zur Beförderung vorgeschlagen waren, da gab es noch die D-Mark und die DDR und Helmut Kohl war noch Kanzler und von Handys hatte noch nie jemand was gehört. Können Sie nicht endlich Frieden damit machen, dass ich damals die Beförderung bekommen habe und nicht Sie? Als Sie zur ersten Hauptkommissarin befördert wurden, hat man mir gesagt, ich sei zu jung. Als Sie dann endlich aus dem Dienst ausgeschieden sind, hat man mir gesagt, ich sei zu alt. Zum ersten Polizeihauptkommissar hat es bei mir dann nicht mehr gereicht, nicht? Weniger Gehalt, weniger Pension. Wie soll denn Ihrer Meinung nach der Friede aussehen, den ich machen soll? Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann es doch nicht ändern. Scheiß drauf. Ein Frauenhaar. Er hat es fast verschluckt. Deshalb habe ich es bei der ersten Untersuchung auch nicht bemerkt. Vielleicht von Kathi Brandner. Angeblich hat sie ja mit Fritz rumgeknutscht. Außerdem habe ich bei ihm den Wirkstoff Sildenafil nachgewiesen. Das ist ein potenzsteigerndes Mittel. Aber wozu braucht ein 20-Jähriger ein potenzsteigerndes Mittel? Diese jungen Typen, die pumpen sich mit Alkohol oder Drogen voll oder am besten gleich mit beiden. Das steht dann natürlich nicht mehr so richtig und dann hauen sie noch eine kleine blaue Pille oben drauf und dann knallen sich das Resthirn weg. Hat man in seinem Spind was gefunden? Nein. Man hat doch nicht nur eine Tablette. Ja, aber das Zeug kann man in jeder Hafenkneipe kaufen. Die gibt's bestimmt auch einzeln. Vielleicht wollte Kathi gar nichts von ihm. Vielleicht ist er grob geworden und die anderen sind dazwischen gegangen. Und haben ihn aus der Sehnung gebracht? Dann hätte ja der Albrecht uns belogen. Möglich. Wir sind hier nicht bei der Luftwaffe. Albrecht! Sie sollen das Deck schrubben, nicht streicheln. Bitte. Guten Tag. Guten Tag. Wo finde ich Katharina Brandner? Im Sanitätsraum. Guten Tag. Hallo. Geht es Ihnen besser? Ja, ich bin wieder diensttauglich. Gut, da kann ich Ihnen ja ein paar Fragen stellen. Frau Brandner, wer hätte einen Grund gehabt oder ein Interesse, Fritz Mühlstadt zu töten? Sie glauben also, dass er umgebracht worden ist? Ja. Waren Sie in ihn verliebt? Ich? Ihre Kameradin, Jette Albrecht, hat erzählt, Sie hätten in der Todesnacht mit Fritz rumgeknutscht. Stimmt das? Das hat sie gesagt. Hat sie gelogen? Frau Brandner. Ja, das kann sein. Ich war sehr betrunken. Also Fritz hatte an dem Abend ein potenzsteigerndes Mittel eingenommen. Wussten Sie das?
Glauben Sie, er würde mir sowas erzählen? Er wollte Sex, hat er Sie bedrängt, ist er grob geworden, mussten Sie sich wehren? Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich habe einen Filmriss. Warum fragen Sie eigentlich nicht die anderen? Weil ich jetzt Sie frage. Ich muss Ihnen überhaupt gar nichts sagen. Matthias hat gesagt, dass Sie gar nicht mehr im Dienst sind. Matthias irrt sich. Hier ist meine Karte. Falls Sie es sich anders überlegen. War das der Raum hier? Ja, das war der Raum. Aber das habe ich doch alles schon erzählt. Aber mir nicht. Laut und feucht war es, die haben gesoffen wie die Löcher, weil sie glauben, wenn sie einmal in Hamburg festmachen, dann müssen sie all das nachholen, was sie in ihrem kleinen Provinzstützpunkt nicht können. Okay? Und? Sind die alle zusammen weggegangen? Ist ihnen etwas Besonderes aufgefallen? Haben die sich vielleicht geprügelt? Wissen Sie, was hier noch los ist? Ich werde nicht mehr mitbekommen, wenn auf Hamburg eine Atombombe fällt. So, jetzt denken Sie noch mal ganz scharf nach. Wenn nicht, dann nehme ich deinen Laden jede Nacht hier auseinander, bis dir was einfällt. Ich mach das. Naja, die eine von den beiden, die kleinere, die ist noch da geblieben mit dem Typen, der jetzt tot ist. Die haben sich wegen irgendwas gestritten, aber warum, weiß ich nicht. Na also, geht doch. Danke. Abendmusterung in 15 Minuten am Topmast. Los! Tati, komm mal. Komm. Ich will dich was fragen. Hast du ihr was erzählt? Nein, ich habe ihr nichts erzählt. Weil wenn du ihr was erzählt hättest, dann würden wir ihr auch ein kleines Geheimnis verraten. Du und Fritz, ihr wart nachts öfters auf der Saling vom Fockmast. Vielleicht wart ihr ja nach der Kneipe auch noch da. Nein, waren wir nicht. Nicht? Ich hätte gesagt, du warst nicht in deiner Matte. Wir waren nicht auf der Saling. Du musst eine Scheißfrust gehabt haben, dass Fritz dich nicht wollte. Und dann fickt er auch noch Jette. Ja, da kann schon mal passieren, kann man schon mal ausrasten. Hast den geschubst, der ist runtergefallen. Jedes kleine Kind hätte ihn runterschubsen können, so besoffen würde. Wir waren nicht auf dem Fockmast. Hätte ich gewusst, was ihr macht an diesem Abend, dann wäre ich überhaupt gar nicht... Du warst dabei. Pass auf, was du erzählst. Sonst fliegt dir die Scheiße ins Gesicht. Hast du mich verstanden? Wenn du was brauchst, komm zu mir. Wenn du was willst, komm zu mir. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Ja, ich hab dich verstanden. Wieso hast du denen erzählt, dass ich mit Fritz rumgeknutscht habe? Hättest du doch gerne. Das Letzte. Macht dir das nichts aus mit Fritz? Doch. Aber wir können es nicht mehr ändern, Kathi. Wenn du das nicht gemacht hättest, dann wäre das alles gar nicht passiert. Du bist schuld. Alles okay? Ja. Alles gut. Gar nichts.
Wieso hat niemand von der Hafenwache etwas gesehen oder gehört? Bei der Enge auf dem Schiff, da hört man doch die Flöhe husten. Ich habe mich doch auch schon gefragt, ob einer von denen als Täter in Frage kommt. Aber ich kann weit und breit kein Motiv erkennen. Wenn Sie sich einen Krebs anrauchen wollen, ist das Ihre Sache. Aber mir zieht's. Machen Sie sich etwas Sorgen um mich? Nein. Hallo? Hallo, guten Morgen. Morgen. Ich hab die Akten, die Sie noch wollten. Ein bisschen aus wie ein evakuiertes Callcenter hier, ne? Das ist ein evakuiertes Callcenter. Ja, darf ich vorstellen, Emma Jensen, frisch gebackene Kriminalkommissarin, Jahrgangsbeste, Bella Block. Hallo. Hallo. Ich kenne Sie. Sie haben mal ein Seminar bei uns gegeben, an der Akademie. War ich drin. Ich kam 3 Minuten zu spät, da haben Sie mich angeranzt. Können Sie sich noch erinnern? Ja. Und es tut mir gar nicht leid. Es war ein super Seminar jedenfalls. Also sind das die Kadetten? Ja. Darf ich mal gucken? Ja. Mach ich mal einen Kaffee? Ach ja, einen Kaffee nehme ich auch. Uns läuft die Zeit davon. Und Kathi Brandner, die Einzige, die wackelt, ist krank vor Angst und redet nicht. Klar, sie will ihre Kameraden nicht drangeben. Oder sich selbst. Was denken Sie, kann ich dabei machen? Sie sind altersmäßig näher dran an ihr. Das hilft ihr vielleicht zu reden. Das sind ihre Freunde, das ist wie ihre Familie. Ich glaube nicht, dass die mit irgendjemandem von der Polizei spricht. Egal, ob jetzt alt oder jung. Richtig. Aber wer redet von Polizei? Ah, super. Ihr braucht irgendwas Gemeinsames, damit sie ihnen vertraut. 28, 29, 31, 32, 33. Peterson ist raus. Unbiel hat gewonnen. Okay, jetzt gegen mich. Okay, Albrecht gegen Unbiel. Keiner von uns hat Fritz umgebracht. Warum sollten wir sowas tun? Damit er euch nicht verrät. Darum. Gewonnen! Hast du gesehen? Ich hab gewonnen. Schön für dich. Sag mal, was ist eigentlich los? Seit Fritz tot ist, bist du irgendwie komisch. Willst du jetzt einen Orden für das, was du gemacht hast? Ich? Hab ich ihn denn gefickt oder warst du das? Der 1 Uhr schaut die ganze Zeit runter. Ich meine, der weiß doch was. Der weiß nichts. Hat er längst was gemacht. Ich will nicht aus dem scheiß Hafen auslaufen. Wenn ich mir vorstelle, dass wir wegen dieser Kacke nicht unsere Offiziersprüfung machen können. Hey, hörst du jetzt endlich mal auf damit? Was, wenn wirklich irgend so ein Idiot Fritz vom Mast geschossen hat? Vielleicht der du. Was? Ich war in der Nacht pissen. Mir lag nicht in seiner Matte. Du. Also wenn du irgendwas mit dem Scheiß zu tun hast, dann sag's lieber. Weil ich lass mir meine Ausbildung nicht versauen. Klar? Was laberst du für eine Scheiße? Wo machst du denn sonst? Das geht in den Scheiß, Digga. Reiß doch zusammen. Hat mir einer von euch was zu sagen? Nein, Herr Kapitän. Der weiß nichts. Aber Kathi wird uns Schwierigkeiten machen. Da müssen wir uns das einfallen lassen. Das war deine scheiß Idee mit Fritz. Aber sieh zu, wie wir dann wieder rauskommen, okay? Hat ihn irgendjemand so gehasst, dass er nicht mehr weiterleben sollte. Er ist so. Ich meine, er hat sich immer mit allen gut verstanden.
Ich habe eine Bitte an Sie. Wenn wir jetzt die Sachen Ihres Sohnes holen, dann möchte ich, dass Sie seine Kameraden sehen, mit denen er seine letzten Stunden verbracht hat. Wären Sie damit einverstanden? Dürfen die uns gar nicht dazu zwingen, dass wir die sehen, oder? Hast du Schiss? Nein. Also weinende Muttis sind halt nicht so mein Ding. Achtung! Bitte euch. So, Herrschaften, wie Sie wissen, ist die Mutter von Fritz Mühlstadt an Bord. Sie möchte mit Ihnen reden. Ich erwarte Respekt und Anteilnahme. Frau Mühlstadt, tut uns leid, was mit Fritz passiert ist. Er war ein guter Kamerad. Danke. Sie wissen auch nicht, was da passiert ist. Wir waren halt alle ganz schön betrunken an dem Abend. Jetzt nur dieses furchtbare Loch im Kopf. Möchten Sie vielleicht was von seinen Sachen? Als Andenken? Das hier war sein Lieblingsbuch. Ich glaube, Fritz würde sich freuen, wenn Sie an ihn denken. Kathi Brandner, sie braucht professionelle Hilfe. Ich kann Ihnen einen Arzt empfehlen. Vielen Dank, aber wir haben hervorragende Ärzte bei der Marine. Vielleicht wäre es aber besser, wenn Sie zu jemandem ginge, der mit Ihrem Verein nichts zu tun hat. Der Verein, so wie Sie es nennen, hat vor einer Stunde Weisung gegeben, dass wir übermorgen früh um 8 Uhr auslaufen. Frau Block, Sie würden es nicht fertigbringen, Fritz Mutter so lange ins Gesicht zu sehen, wenn Sie irgendetwas mit seinem Tod zu tun hätten. Das ginge gegen Ihre Ehre. Ehre. Tut mir leid, aber das mache ich nicht länger mit. Was genau soll diese Versuchsanordnung eigentlich bringen? Die Antwort auf die Frage, wer Fritz Mühlstadts Tod zu verantworten hat. Ja, aber nicht so. Nicht, indem man die Frau in dem Glauben lässt, die fünf wären Fritz' beste Freunde gewesen. Ach, Sie wissen also schon, dass die fünf alles andere sind als gute Freunde. Ich weiß so viel wie Sie. Nämlich nichts. Auf Wiedersehen.
Begleiten Sie Frau Block noch aufs Unterdeck? Fuck! Ja, flip aus. Ist genau das, was die wollen, dass wir ausflippen. Das ist echt eine Scheißnummer. Hey, hey! Zwei Leute sind in der Nacht auf dem Schiff rumgegeistert. Du und Kathi, ich will wissen, was los war. Und du Arschloch! Du hast uns hier reingeritten, okay? Was für eine Scheißidee! Schwarzbrett schreit so rum. Eine Notte zu bestellen, die Fritz besorgen soll. Eine Notte, die da nicht mal auftaucht. Und dann muss die da... Pass mal auf, was du sagst, okay? Das Haar von Kathi Brandner ist nicht identisch mit dem Haar, das man im Gaumen von Fritz Mühlstadt gefunden hat. Er muss also mit einer anderen rumgeknutscht haben. In Frage käme dann natürlich Jette Albrecht. Ich kann das aber auch alles der Kaffeemaschine erzählen. Die wirkt irgendwie interessierter. Wie weit sind Sie? Ich habe hier Ihren Lebenslauf zusammengesucht. Schule und so. Kathi Brandner ist diejenige, die den Tod von Fritz Mühlstadt am wenigsten verkraftet hat. Hier wollen Sie mal reinschauen. Gut, sie hat morgen früh einen Termin im Bundeswehrkrankenhaus. Sie müssen sich irgendwas ausdenken, dass sie nicht Ihnen gleich davonrennt. Mhm. Gut. Wenn Sie auf dem Schiff waren, haben Emma und ich weiter recherchiert. Jetzt wird's interessant. Unser adliger Freund Matthias von Schwedlitz ist der Neffe des Inspekteurs der Marine Schelling. Die Mutter von Schwedlitz ist die Schwester von Schelling. Na prima. Wir treffen uns gleich oben. Achtung, Farbe! Okay. Hast du's? Hab ich. Alter, ich kann nicht mehr. Meine Hände fallen gleich ab. Warum wollt ihr Eierrollen auf zum Militär, ne? Macht einfach ein Nagelstudio auf und alles ist gut. Halt einfach die Fresse, Ruby, okay? Kommt eh nur Scheiße bei Hobbs. Dann kommt Kathi vom Doc zurück. Zum Glück haben wir uns die BDU geschrieben und wir sind sehr endlich los. Ich habe mich in letzter Zeit irgendwie gefragt, wieso die von der Marine Steifenfest behaupten, dass das mit Fritz ein Unfall war. Wenn mir die Bullen sagen, es war kein Unfall. Die Marine sagt, es war einer. Wieso? Damit wir auslaufen können, du Idiot. Worauf willst du hinaus? Du fragst immer auf einen rum. Was ist eigentlich mit dir? Du bist der Neffe des Inspekteurs der Marine. Wenn das mit Fritz rauskommt, dann ist das ganz schlecht für deine adlige Sippschaft. Du hast mehr Gründe, als wir alle Fritz zum Schweigen zu bringen. Und vielleicht ist genau das der Grund, wieso dein Onkel diese Unfallstory ans Licht bringt. Jan, ich habe nichts mit dem Tod von Fritz zu tun. Gar nichts. Wenn wir nicht alle bei dem bleiben, was wir bisher immer erzählt haben, nämlich, dass wir uns an nichts mehr erinnern können und dass wir sturzbesoffen waren, dann sind wir am Arsch. Ich habe mit meiner Frau telefoniert. An dem Abend. Ich bin hoch aufs Deck, um mit dir zu quatschen. Ich wollte einfach mal in Ruhe mit meiner Frau reden. Okay? Okay. Tut mir leid. Was meinst du, was der UVD mir erzählen wird, wenn ich so wieder aufs Schiff gehe? Was ist ein UVD? Ein Unteroffizier vom Dienst. Was mache ich denn jetzt? Sag mal, kann es sein, dass wir uns kennen? Ja, klar. Nee, jetzt mal ehrlich. Bist du auf die Sophie Scholl gegangen in Heustadt? Ein paar Jahrgänge unter mir? Sehr witzig. Du, ich wohne hier um die Ecke. Wir können das bei mir auswaschen, wenn du willst. Hattest du eigentlich auch die Böhmer in Bio? Hm? Willst du vielleicht was trinken? Einen Tee. So. Warum musstest du denn eigentlich zum Arzt? Bist du krank? Hast du das von dem
Kadetten gehört, der vor ein paar Tagen aus dem Wasser rausgezogen worden ist. Mhm. Wieso? Der war auf meinem Schiff. Echt? Hast du den gemacht? Warst du verliebt in den? Wir haben manchmal nachts oben auf der Saaling vom Fockmast gesessen und haben gequatscht. Wo genau habt ihr gesessen? Das ist so eine Art Ausguck vom Mast. Das ist total schön. Vor allen Dingen nachts. Dann darf man da eigentlich gar nicht hoch. Einfach so. Aber wir haben da gesessen, wir haben gequatscht, es ist nichts passiert. Ich hab's mir eigentlich immer gewünscht. Ich hab gelesen, dass der einen Unfall hatte. Nein. Sondern? Hör zu, du darfst niemandem was davon erzählen, okay? Ich werde das alles abstreiten, wenn du irgendwem was erzählst. Okay. Wann ist Fritz' Handy geortet worden? Letzte Nacht. Es hat 12 Minuten gesendet, dann wurde es abgeschaltet. Es muss also hier auf dem Schiff sein. Und warum erfahren wir das erst jetzt? Man hat die Mitteilung in mein Büro geschickt, in mein richtiges Büro. Wir haben keinen Durchsuchungsbeschluss. Der Kapitän wird kooperieren. Er ist der Einzige hier in diesem Verein, der wirklich sich dafür interessiert, was passiert ist. Na, dann wird er uns sicherlich auch beim Suchen helfen. Gut, gehen wir zu den Frauen. Gut, Herrschaften, aufräumen. Wäre es möglich, dass ich mit Frau Brandner alleine spreche? Selbstverständlich. Die Damen wegtreten. Ist das Fritz Mücksch, das Handy? Er hat es in der Bar verloren. Sagen Sie mal, sind Sie irre? Warum haben Sie uns das nicht längst gesagt? Ich wusste nicht, dass es so wichtig ist. Danke, Kathi. Erstaunlich wenig SMS auf diesem Handy. Nichts, was für uns interessant wäre. War er homosexuell? Naja. Sieht so aus, ne? Wer wusste davon? Vielleicht haben wir hier das Motiv. Ein Schwuler mit einem Frauenhaar im Mund? Ja, vielleicht war er ja bi. Das nützt uns nichts. Die sind doch heute alle bemalt wie die Indianer. Hat Kathi was gesagt, dass Fritz schwul war? Ja, nix. Aber irgendwas weiß die, das steht fest. Block? Ja, wir kommen. Der Tanz geht los.
Bitte schön. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ich bin Oberstaatsanwalt Mehlhorn und das ist meine Kollegin Bella Block, Hauptkommissarin AD. Und das ist Malte Schnack, Hauptkommissar bei K1. Ich freue mich wirklich sehr, Sie endlich kennenzulernen. Darf auch ich vorstellen, der Inspektor in der Marine, Herr Schelling, der parlamentarische Staatssekretär des Verteidigungsministeriums, Herr Willmann, mein Name ist Brügge, ich bin Ihr Justizsenator. Bitte, setzen Sie sich. Ich möchte auch gerne gleich zur Sache kommen. Ich habe Sie, Herr Mehlhorn, gebeten, mir eindeutige Beweise dafür zu liefern, dass der Kadett Fritz Mühlstadt gewaltsam ums Leben gekommen ist. Und bisher wurden diese Beweise nicht geliefert. Stattdessen durchsuchen Sie widerrechtlich das Schiff. Ja. Das Handy von Fritz Mühlstadt wurde auf dem Schiff geortet. Und hat das irgendwelche Erkenntnisse gebracht? Wir werten das aus. Wir befinden uns hier in einer Zwickmühle. Einerseits wollen wir keinesfalls die polizeilichen Ermittlungen behindern. Andererseits untergräbt die ständige Anwesenheit der Polizei und der schwelende Verdacht, der auf den Kadetten liegt, die Moral in der Mannschaft. Das schafft Angst und Unsicherheit. Wir müssen diesen Zustand beenden. Wir beenden ihn, indem wir den Fall aufklären. Wieso wollen Sie unbedingt einen Mord aus diesem tragischen Todesfall konstruieren? Sehen Sie sich mal die Schlagzeilen an. Wir richten uns nach der Faktenlage, nicht nach den Schlagzeilen. Wenn das Schiff wie geplant ausläuft, dann schwimmt uns der Tatort davon und mit ihm möglicherweise der Mörder von Fritz Mühlstadt. Wollen Sie das verantworten? Ein Mörder, von dem wir nicht wissen, ob es ihn überhaupt gibt. Das Schiff segelt im Auftrag der Regierung. Es gibt offizielle Termine. Hafengeburtstag in Lissabon, ein Empfang des marokkanischen Königs in Casablanca. Herr Schelling und ich haben versucht, diesen Ablaufplan zu ändern, um Ihnen mehr Zeit zu verschaffen. Aber Entschuldigung. Aber es fällt mir schwer, Ihnen das zu glauben. Wenn Sie wenigstens einen Indiz hätten, einen Verdächtigen, irgendetwas Handfestes. Es geht um diesen Jungen hier. Um diesen jungen Menschen. Und wer hier immer noch behauptet, dass diese Verletzungen von einem Unfall stammen, der verschließt seine Augen oder er lügt bewusst. Ihre Empörung ehrt Sie, denn sie zeugt von hoher Moral. Aber sie bringt uns nicht weiter. Was würde uns denn weiterbringen? Die Politik bemüht sich nach Kräften um die Akzeptanz der Bundeswehr. Uns bleiben die jungen Leute weg. Das hier ist schlechte Publicity. Das schadet uns. Die Wahrheit muss auf den Tisch, selbstverständlich. Aber nur, wenn wir uns hundertprozentig sicher sind. Alles andere ist unverantwortlich. Wenn Sie hundertprozentige Sicherheit wollen, dann unterstützen Sie uns. Dieses verdammte Schiff muss im Hafen bleiben. Dieses verdammte Schiff ist ein Aushängeschild für unsere Marine und für das ganze Land. Und ich lasse nicht zu, dass ahnungslose Zivilisten wie Sie dagegen pinkeln. Ich habe im Zuge dieser Ermittlungen etwas gelesen über den Begriff der inneren Führung in der Bundeswehr. Für den Soldaten gilt das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform und ihre Führung muss ausgleichen zwischen Rechten und Pflichten und der Achtung der Menschenwürde. Aber wo bleibt Fritz Mühlstadts Menschenwürde, wenn sein Vorgesetzter nicht alles in Bewegung setzt, um seinen Tod aufzuklären? Wenn Sie recht hätten, wäre ich nicht hier. Sie sind hier, um uns einzuschüchtern. Aber wir leben hier nicht in einer Militärdiktatur, wo Leute in ihrer Position das Recht beugen können, wie es ihnen gerade passt. Warum warten wir nicht den Abschlussbericht und die marineinterne Bewertung des Vorfalls ab, bevor wir uns hier gegenseitig beschuldigen? Ach, das ist doch lachhaft! Wovor haben hier eigentlich alle solche Angst? Fritz war homosexuell. Er war ein schwuler Soldat. Er ist tot. Was soll hier unter den Tisch gekehrt werden? Das spielt doch heute keine Rolle mehr. Die Armee ist für alle offen. Ja. In ihren Hochglanzbroschüren vielleicht. Die ideologische Verblendung ist ja haarsträubend. Aber das ist doch jetzt reine Spekulation, dass der Tod dieses Kadetten mit seiner sexuellen Orientierung zu tun hat. Spekulation, wie alles andere auch. Dazu bin ich aber nicht hergekommen. Ich will wissen, wie wir die Sache vom Tisch kriegen. Sie sind der Onkel von Matthias von Schwedlitz. Wollen Sie mir irgendetwas unterstellen? Einflussnahme auf laufende Ermittlungen zugunsten eines Verwandten. Das Gespräch ist für mich beendet. Bitte veranlassen Sie, dass mein Wagen mich abholt. Sie können selbstverständlich das Gespräch beenden. Aber nicht die Ermittlungen.
Leute wie Sie verlassen sich jeden Tag darauf, dass Leute wie ich den Kopf hinhalten und Dinge tun, die Sie verwerflich finden. Dafür werden wir gehasst und verachtet von all diesen moralischen Überfliegern, wie Sie einer sind. Aber trotzdem erfülle ich meine Aufgabe so gut ich kann und rieche nicht jedem Furz nach, der mir ins Gesicht geblasen wird. Fritz Mühlstadt ist also ein Furz. Nein. Aber das, was Sie hier veranstalten. Auf Wiedersehen. Herr Mehlhorn, Sie wissen, ich tue alles, was ich kann. Doch sollte Frau Block hier weiterhin eigenmächtig ermitteln, dann sehe ich mich gezwungen, disziplinarische Maßnahmen einzuleiten. Ich bin nicht mehr im aktiven Dienst. Aber ich. Und ich werde dafür sorgen, dass Ihre Pension gekürzt wird. Doch wir haben doch nicht Sie alleine zu entscheiden. Und das wissen Sie. Also machen Sie sich nicht lächerlich. Ich bin kein Kind, dem man das Taschengeld streicht. Warum mussten Sie denn Schelling so anpinkeln, Frau Block? Ich bin pensioniert, Herr Mehlhorn. Ich habe kein Befragungsrecht, ich habe kein Durchsuchungsrecht, ich habe überhaupt keinerlei rechtliche Kompetenzen. Und das muss ich mir zu allem Überfluss auch noch von jedem Idioten um die Nase wedeln lassen. Also, wenn Sie wollen, dass ich etwas erreiche, dann muss ich es auf meine Weise tun. Ist das klar? Natürlich ist das klar, Frau Block, aber jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt ist der Ofen aus. Ja, dann ist es eben so. Schön, wenn er sie zur letzten Ruhe tragen könnte. Ihr Sohn hat das Schiff geliebt. Ja. Die Mannschaft hat auch gesammelt für einen schönen Kranz. Der Text für die Schleife ist in dem Umschlag. Natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind. Danke. Wussten Sie, dass Ihr Sohn homosexuell war? Ja. Haben Sie sich geschämt? Nein. Aber jetzt ist er tot und ich möchte nicht, dass irgendjemand schlecht über ihn redet. Ihr Kind hat nichts Unrechtes getan, Frau Mühlstadt. Das weiß ich ja. Nehmen Sie sich einen Anwalt. Einen Anwalt? Die Marine ist nicht sehr hilfreich bei der Aufklärung der Todesursache. Dagegen müssen Sie sich wehren. Ich glaube nicht, dass ich das durchstehe. Oh doch, das tun Sie. Für Fritz. Was ist, wenn die recht haben? Wer? Die Schellings und die Willmanns. Recht? Womit? Wir verlassen uns darauf, dass immer alles funktioniert. Wir können unsere Autos volltanken, unsere Gasheizung macht es uns gemütlich. Wir können Erdbeeren im Winter kaufen und eine Hose für 1 Euro. Und wir brauchen noch keine Angst zu haben, dass am nächsten Morgen irgendeine Terrortruppe uns abknallt. Sie wollen doch nicht einfach schlapp machen. Keine Lust mehr auf diesen ganzen Mist. Jetzt erinnern Sie sich mal daran, warum Sie Polizistin werden wollten. Ich bin keine mehr. Nein. Aber wir sind Beamte und wir haben lebenslänglich. Na, kommen Sie. Auf uns. Ah.
Wir sollten versuchen herauszufinden, ob von Schwedlitz mit seinem Onkel nach dem Tod von Fritz Mühlstadt in Verbindung getreten ist. Wann und wie oft? Läuft schon. An diesem Tag muss doch Fritz schon auf dem Schiff gewesen sein. Oh, seit 2 Wochen. Was ist denn das da? Im See. Das ist wahrscheinlich ein Hotel. Aber welches? Und wo? Ja, also gut, dann hören wir auf. Ich kann auch nicht mehr. Ja. Gucken. Sie sind vielleicht ein Terrier. Nein, ich bin eine Frau. Aber Sie sind ein echt scharfer Hund. Wuff. Dann geht der scharfe Hund jetzt mal einen starken Kaffee machen. Willst du einen Schluck? Ja. Danke. Was machst du eigentlich? Privater Sicherheitsdienst. Das ist ja lustig. Zwei so viel scheue Mädels in Uniform. Stimmt. Du kannst gerne noch hier schlafen, wenn du müde bist. Nee, ich muss zurück. Aufs Schiff. Dann fahr ich dich, hm? Kathi, melde dich, wenn was ist. Begleitest du mich morgen? Ich bekomme morgen Bescheid, ob ich BDU bin. Was ist das, BDU? Borddienst untauglich. Warum solltest du untauglich sein? Weil ich, weil wir... Wir haben totale Scheiße gebaut. Was habt ihr denn gemacht? Kathi! Warum tust du so, als hätte ich eine ansteckende Krankheit? Ich habe das für dich getan. Und habe ich dann gesagt, fick ihn? Bin ich zu dir gegangen und habe gesagt, fick ihn, nein. Du hast das freiwillig entschieden, vollkommen freiwillig. Hör zu, ich wollte nur den Spaß nicht verderben, okay? Als ich gesagt habe, dass ich das mache, weil die bestimmte Note nicht gekommen ist, da hast du gesagt, dass dich das anmacht. Du hast gesagt, dass du das richtig geil findest. Glaubst du wirklich, dass mich das geil macht, wenn du vor einem Haufen besoffener Typen rumvögelst? Ist es wieder okay? Ist es okay? Ist es okay? Okay. Ich habe gerade die mit einem Polizisten gesehen. Was? Ich habe das Nummernschild geprüft. Scheiße.
Nächstes? Im Seeblick. 04531-7765. Ja, guten Tag, Hauptkommissar Schnark, Kripo Hamburg. Ich habe da mal eine Frage. Hat am 10.8. diesen Jahres ein gewisser Fritz Mühlstadt bei Ihnen übernachtet? War er in Begleitung? Danke. Bingo. Moment bitte. Sie sollen bitte sofort zum Kommandanten kommen. Verstanden. Sind Sie das? Ja. Wie lange lief Ihre Beziehung? Nur kurz. Ich weiß, dass ich das niemals hätte tun dürfen. Aber Herr Schmalbrink, sehen Sie mich an. Sie sind der oberste Disziplinarvorgesetzte der Besatzung. Es ist mir scheißegal, mit wem Sie schlafen. Aber nicht mit einem Auszubildenden, der Ihrer Betreuung anvertraut ist. Fritz war volljährig. Ich habe ihn zu nichts gezwungen. Ach, glauben Sie, das macht es besser? Waren Sie eifersüchtig? Fritz hat an dem Abend mit einer Frau rumgemacht. Fritz wollte absolut nichts von Frauen. Das sagen Sie. Wollte er Schluss machen? Was bin ich jetzt verdächtig? Ich habe ihn überhaupt nicht gesehen an dem Abend. War Fritz Mühlstadt der erste Kadett, mit dem Sie ein Verhältnis hatten? Ja. Vor dem Auslaufen werde ich den Kommandeur informieren. Und dann sehen wir weiter. Wegtreten, Schmalbrink. Und? BDU. Scheiße. Die lassen mich auf kein Schiff mehr. Ach, das glaube ich nicht. Steht hier aber. Seelisch zu instabil, den Belastungen noch nicht gewachsen, bla bla bla. Ich mache noch mit bis zum Auslaufen, dann bin ich raus. Weißt du, was das heißt? Meine ganze Ausbildung ist im Arsch. Kathi, jetzt warte doch mal ganz langsam. Dieser instabile Zustand, das ist doch erst seit Fritz' Unfall so, oder? Die hat mich da sonst gar nicht genommen. Und dir geht's doch deswegen so scheiße, weil du genau weißt, dass das Ganze eben kein Unfall war. Das habe ich überhaupt gar nicht gesagt. Nee, hast du nicht gesagt, aber ich kann eins und eins zusammenzählen. Kathi, erzähl doch einfach der Polizei oder deinem Kapitän, was los ist. Du verstehst das nicht. Man hängt keinen Kameraden dran, das macht man einfach nicht. Weißt du, was du machst? Du deckst einen Mörder. Ich muss gehen. Wasserstelling!
Fertig machen können Sie mich später. Aber glauben Sie mir, ich hätte Sie nicht aus dem Bett geklingelt, wenn es nicht wichtig gewesen wäre. Hier, schauen Sie sich das an. Kam um 0.58 Uhr von der Johann Kienau. Die haben da an Bord einen Raum mit PCs für die Kadetten. Der Absender kann also jeder an Bord gewesen sein. Das ist eine ganz klare Vergewaltigung. Diese elende Bande. Die Aufnahmen müssen von Kathi sein. Sie war als Einzige nicht zu sehen. Ja, aber was ist danach passiert, nach dieser Orgie? Das ist ein handfestes Motiv. Sie wollten Fritz Mühlstadt zum Schweigen bringen. Und es würde mich nicht wundern, wenn dieser Schelling davon gewusst hat. Der Marineinspekteur weiß von der Vergewaltigung eines Kadetten? Ja, weil sein Neffe dabei war. Warum drückt er sonst so vehement den Deckel auf die Sache? Das wäre ja ein Hammer. Wir gehen. Zumindest wegen Vergewaltigung. Und wir haben ein perfektes Motiv. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Morgen. Kommen Sie erst mal rein. Unser Freund Schelling wusste womöglich davon. Das glaube ich jetzt nicht. Sie waren doch noch nie naiv, Herr Mielhorn. Der eine will seinen Neffen schützen, der andere will keine schlechte Presse. Der Justizsenator will sich seine Karriere nicht versauen. Also spielen Sie alle mit. Ja, aber das sind doch jetzt nur Verschwörungstheorien. Ich gehe auf das Schiff. Pass auf! Hör mir zu, halt deine Schnauze, hör mir zu! Egal, was du denen erzählt hast, du sagst, du hast dich geirrt. Ja? Und noch eins. Auf diesem Schiff werden keine Kadetten verpfiffen. Ist das klar? Ist das klar? Was ist mit der Warnung? Hängematten-Musterung in 2 Minuten. Scheiße. Stillgestanden, zur Hängematten-Musterung. Kommt, ran da, zack, zack. Schuster, extra Einladung. Ran da. Kommt, Leute, ausrichten. Kennt ihr doch. Wo ist die gefreite Brandner? Leute, das ist doch Kindergarten. Seht zu, dass ihr sie findet. Sonst muss ich das dem BO melden. So, wegtreten, Frühstück fassen. Für einige von Ihnen fällt das Frühstück heute aus. Sie beide? Und Sie beide. Der Rest kann gehen. Ich bin so
Wieso macht man sowas? Macht das Spaß? Ihnen hat es offensichtlich Spaß gemacht. Ihren schwulen Kameraden Potenzpillen zu verabreichen und ihn dann zu vergewaltigen. Herr Peterson, Sie sind doch ein Familienvater. Was wird Ihre Frau sagen, wenn sie dieses Video sieht? Können Sie ihr dann noch in die Augen sehen? Das dürfen Sie nicht. Doch, das darf ich. Doch. Und das werde ich. Herr von Schwedlitz, immer alles schön delegieren, dirigieren, aber sich selber nie die Hände schmutzig machen. Ja, alter Adel eben. Ja. Er ist eben aus dem Ruder gelaufen. Und Fräulein Albrecht, wie fühlt man sich bei der Vergewaltigung eines Kameraden? Das war keine Vergewaltigung. Nein? Das hat Fritz Spaß gemacht. Sie lügen! Er hat das nicht gewollt! Mensch, ich könnte kotzen. Mann, wir waren betrunken. Ja, aber es war doch so lustig. Die schönste Nacht des Lebens. Da war einer anders. Und da musste man ihm beibringen, dass das nicht geht. Und notfalls mit Gewalt. Vergewaltigung ist ein ganz klares Mordmotiv. Ich lasse mir keinen Mord in die Schuhe schieben. Ich auch nicht. Keiner von uns hat Fritz umgebracht. Wir haben ihn nicht ermordet. Woher wollen Sie wissen, dass besoffen wie er war, er nicht einfach vom Mast gefallen ist? Wo ist Kathi Brandner? Raus mit der Sprache, wo ist sie? Was habt ihr mit ihr gemacht? Wo ist sie? Im Kühlraum. Blöder Sack. Seid ihr wahnsinnig geworden? Wie lange? Seit wann? Wir hätten sie schon längst rausgelassen, wenn sie uns hier nicht so traktieren würden. Die hätten sie umgebracht. Genauso wie Fritz. Sie wollten sie mundtot machen, Schmalbrink. Mundtot? Was hätte sie denn erzählen können? Die vier haben Fritz Mühlstadt vergewaltigt. Was? Woher wissen Sie das? Die gefreite Brandner hat's mir erzählt. Sag Sie mal, sind Sie total verrückt geworden, das nicht sofort zu melden? Wann hat Kathi das erzählt? Gestern. Beim Mittagessen. Kameradenschweine! Tut mir leid. Wann haben Sie gestern mit ihr gesprochen? Um die Mittagszeit. Wann genau? Ich habe hier auf Sie gewartet. Ich denke, es war so gegen eins. Warum? Wann wird auf der Kinau zu Mittag gegessen? 12 bis 13 Uhr. Das heißt, dass Kathi in der Mittagszeit gar nicht auf der Kinau war. Ja, aber wenn es nicht Kathi Brandner war, die Schmalbrink von der Vergewaltigung erzählt hat, von wem wusste das dann? Fritz Mühlstadt. Okay, während ihr jetzt da drin seid, sorge ich dafür, dass wir später mit Schmalbrink reden können. Gut. Rufen Sie Frau Mühlstadt an. Sie möchte zum Schiff kommen, wenn sie noch in der Stadt ist. Mach ich. Kathi? Stimmt das halt, oder? Du
bist bei der Polizei? Kathi, in der Nacht, in der Kneipe, als alle anderen schon weg waren. Was ist da passiert? Der Wirt hat ausgesagt, Sie und Fritz hätten sich gestritten. Warum? Er hat gesagt, dass ich abhauen soll. Dass er uns nicht mehr sehen möchte. Dass wir schlimmer sind als Tiere. Ich auch. Und er hat so recht. Worüber habt ihr gestritten? Er wollte zum Käpt'n. Aufräumen mit dieser ganzen Lügerei, sagen, dass er schwul ist. Und was passiert ist und dass er nicht der einzige Schwule auf dem Schiff ist. Ja. Ich habe ihm dann gesagt, dass wir dann alle dran sind. Und wen hat er denn gemeint mit noch schwul? Ich weiß es nicht. Vielen Dank, Kathi. Ja? Kathi, wenn du hier raus bist, ich... Emma, kommen Sie. Sie haben gelogen, Herr Schmalbrink. Nicht Kathi Brandner hat Ihnen von der Vergewaltigung erzählt, sondern Fritz. Fritz? Ja, Kathi war nicht zum Mittagessen auf der Kino. Sie kann es Ihnen nicht gesagt haben. Sie sind der Letzte, der Fritz Mühlstadt lebend gesehen hat. Mal angenommen, es wäre so gewesen, was es nicht war. Was dann? Und frage ich mich, warum Sie uns das nicht gleich gesagt haben. Und warum Sie nicht gegen die besagten Kadetten vorgegangen sind, was doch Ihre Pflicht gewesen wäre. Ich bin nicht dazu verpflichtet, mich selbst zu belasten. Und das hätte mich belastet, oder nicht? Ja. Sie haben Fritz nicht umgebracht? Wie bitte? Sie haben mich verstanden. Ich verbitte mir solche Unterstellungen. Warum hätte ich Fritz denn umbringen sollen? Forschung! Weil er die Lügen nicht mehr ertragen wollte, nach dem, was ihm widerfahren war. Er wollte sich outen. Sich und sie. Los, antreten am Mitteldeck! Schnell, schnell! Das ist unangemeldet! Ausrichten an den Decks, Schiff hier rauf! Er wollte dem Kapitän von ihrem Verhältnis erzählen. Ah, und woher wollen Sie das wissen? Weil er es gesagt hat. Kurz bevor er starb. Los, antreten am Mitteldeck! Komm, dabei! Hätten Sie sich zu Fritz bekannt, wäre er nicht tot. Und jetzt verraten Sie ihn. Zum zweiten Mal. Wie kommen Sie eigentlich dazu, mich derartig zu beleidigen und anzugreifen? Schmalbrink. Nee, das muss ich mir nicht bieten lassen! Sie stellen hier Behauptungen auf, ohne jeglichen Beweis. Stillgestanden! Und weiter! Ich sage Ihnen, wie es war. Und Sie sagen mir, dass ich lüge. Sie haben gesehen, wie Fritz den Mast drauf ist und sind ihm nach. Die Hafenwache hat nichts mitgekriegt. Fritz hat ihnen erzählt, was passiert ist. Er wollte zum Kapitän und ihm alles sagen. Alles. Er wollte keine Angst mehr haben müssen vor seinem Schwulsein. Da haben sie Panik bekommen und ihn beschworen, den Mund zu halten. Aber er ist laut geworden. Er hat Angst bekommen, dass jemand euch hören könnte. Und da wollten sie ihn zum Schweigen bringen. Aber er hat sich gewehrt. Er hat sich gewehrt. Und da haben sie ihn gestoßen. Er war betrunken. Sonst hätte er sich vielleicht festhalten können. Er ist über die Schaling vom Mast gefallen. Mein Gott, wir leben noch nicht in Uganda. Wenn ich schwul sein, wird ja keiner umgebracht. Schwule werden Außenminister und Oberbürgermeister. Wie interessiert's? Das ist doch heute nicht mehr so. Nein, das ist heute nicht mehr so. Sie irren sich, Frau Block. Es hat sich genau so abgespielt. Und wenn das Wort Soldat für Sie noch einen Funken Sinn macht, dann geben Sie es endlich zu. Oder Sie geben hier vor Ihren Vorgesetzten Ihr Ehrenwort,
dass Sie nicht der Mörder von Fritz Mühlstadt sind. Das ist doch lächerlich. Schmalmrink. Ist doch lächerlich! Ich, Thorsten Schmalbrink, gebe hiermit als erster Offizier mein Ehrenwort, dass ich Fritz Mühlstadt nicht umgebracht habe. Ich bin kein Mörder. Pfui, Deibel. Frau Block, er hat sein Ehrenwort gegeben. Das muss genügen. Sein Ehrenwort ist so viel wert wie ein Fliegenschiss an der Wand. Das reicht jetzt. Dann darf ich jetzt gehen. Bitte um Erlaubnis wegtreten zu dürfen. So, jetzt haben Sie erfolgreich das Leben von 5 Kadetten zerstört, einen Offizier des Mordes beschuldigt und die Marine in Misskredit gebracht. Zufrieden? Nein. Sie fehlen mir noch. Ich? Ja. Ihr Neffe Matthias von Schwedlitz hat Sie angerufen, nachdem man Fritz Mühlstadt tot aus dem Wasser gezogen hat. Er war in Panik, dass man ihn mit dem Tod in Verbindung bringen könnte, nach allem, was vorher gelaufen war. Und dann haben Sie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Ermittlungen zu deckeln. Das hier sind die Nachweise der Telefonate, die Sie und Ihr Neffe nach dem Tod von Fritz Mühlstadt geführt haben. Genau 43 Minuten, nachdem die Leiche von Fritz Mühlstadt aus dem Wasser geborgen war, hat Matthias von Schwedlitz hier angerufen. Das war übrigens das erste Mal seit über 4 Monaten. Sie haben meine Telefonate überprüft? Ja. Und die Ihres Neffen? Am darauffolgenden Tag haben Sie noch 3-mal miteinander telefoniert. Nach dem 2. Telefonat haben Sie den parlamentarischen Staatssekretär Willmann angerufen. Prüfen Sie, solange Sie wollen. Der Schaden, der hier angerichtet wurde, ist immens. Das wird uns noch Jahre nachhängen. Jetzt geht es um Schadensbegrenzung. Das Verteidigungsministerium will klare Verhältnisse schaffen. Und deshalb entbinde ich Sie, Kapitän zu sehr knapp, Ihres Kommandos. Das Schiff wird mit 2-tägigem Verzug ablegen. Ihr Nachfolger wird ab morgen das Kommando übernehmen. Herr Admiral, ich bitte Sie meinerseits, mich von meinem Kommando auf der Johann Kino zu entbinden. Die Gründe dafür habe ich bereits in diesem Schreiben dargelegt. Alles, woran ich geglaubt habe, ist in den Dreck gezogen worden. Bitte wegtreten zu dürfen. Das muss bitter sein. Was? Zu wissen, dass man recht hat und es nicht beweisen zu können? Sie haben recht. Es war genau so, wie Sie gesagt haben. Ich wollte Fritz zum Schweigen bringen. Aber er wollte nicht ruhig sein. Aber die Marine, Frau Block, die Marine ist mein Leben. Das kann ich nicht aufgeben. Und Ihr Freund musste den Preis dafür bezahlen? Was ich getan habe, bereue ich jede Sekunde. Aber ich werde es nicht zugeben. Und Sie werden es mir nie beweisen können. Sie müssen damit leben. Sagen? Die Wahrheit. Wie? Wir sollen ja sagen, wir können den Mörder Ihres Sohnes nicht überführen? Ja. Und dass das hier noch nicht zu Ende ist.